Kommen wir nun zum aktuellen Wetter und blicken wir dafür auf unsere Wettercam. Hier sehen wir schon Hochsölden. Derzeit schneit es bereits am Vormittag. Auch am Nachmittag sind einige neue Schneemengen zu erwarten. Und auch am Nassfeld derzeit sonnig im Süden. Da schneit es heute nicht so heftig wie im Osten. Aber dennoch kommt es tagsüber immer wieder zu Schneeregen. Kommen wir nach Europa. Hoher Luftdruck reicht von den britischen Inseln bis nach Spitzbergen und Polen und blockiert den Weg für atlantische Tiefs und milde Luft. Tiefer Luftdruck befindet sich zusammen mit Schneefällen über Nordwestrussland. Reichlich Wolken und Regen tummeln sich über dem Mittelmeer. Sie gehören zu dem ausgedehnten Tief Sabine zwischen Italien und Libyen. Kommen wir nach Österreich, vor allem im Bergland und im Südosten wird es heute zeitweise Schneefall geben. Nördlich der Donau und von Vorarlberg bis Oberkärnten ist es dagegen stellenweise trocken und es wird auch relativ sonnig. Kalt wird es trotzdem mit minus 4 bis plus 5 Grad Celsius verteilt heute auf ganz Österreich, also die Temperaturen wieder eher mild, aber doch kühl. Schauen wir uns die nächsten 24 Stunden im Westen an. Wir sehen eben, dass es bereits zum Mittag dann wieder etwas auflockert. Am Nachmittag wird es dann wieder etwas stärker bewölkt und die Temperaturen bleiben frostig, kalt bei etwa minus 2 Grad Celsius. Im Osten wird es dauerhaft schneeig noch am Vormittag, also es bleibt die ganze Zeit sehr kühl. Es wird schneien und auch der Regen mischt sich immer wieder hinzu. Die nächsten 7 Tage im Westen, auch morgen, wird es weiterhin schneien, ebenso wie am Freitag. Gegen Wochenende lockert es dann wieder auf, dann werden die Temperaturen auch wieder etwas wärmer. Im Osten ein ähnliches Bild, aber da bleibt es dann eben weiterhin eher feucht. Nächste Woche bleiben die Temperaturen immer noch kühl. Der Schnee lässt dann etwas nach, aber dennoch müssen wir dann mit Schnee rechnen, zumindest ein bisschen. Und Sonne kommt auch eher selten durch.